Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans Version 2.03. Ja, und mit dabei ist wieder der Kirbel, ich umkreise ihn gerade. Hallihallo, ja, hallo. Hinterher. Und mit dabei ist auch die Mary. Hallo. Hallo. Und wir sind hier mitten on the way to the Wind Corridor. To the Floor of Wind. The Floor. The Windlu, das Windflo. Welch geheimnisvoller Name. Geh mir voll auf den Sack, die Viecher. Darf ich die wegbomben? Nicht mit dem Schießpulver. Warum nicht? Brauchen wir das noch? So. Ja. Wieso haben wir noch eine Lichtmünze? Ach, wir haben mehrere gekauft. Mehrere. Na gut, dann drauf gekeckert hier. Einfach eine reingehauen. Hauste! 6 Erfahrungspunkte. Und wieder nichts bekommen. Bucke. Das ist der Windkorridor. Es ist einfach unglaublich. Letztes Mal versperrte uns die Statue noch den Weg. Aber diesmal wissen wir, dass wir sie drehen müssen. Weißt du, was passiert? Nein, halt. Die Statue ist einfach weg. W-E-C-H weg. Ach ja, also draufregen, dann tut der Windschritt ändern. Guck, sie sind. Ist mir scheißegal, hier kann man gut trainieren. Oh. So habe ich 100 Kilo in 30 Tagen abgenommen. Jetzt hör mal zu, weißt du was? Das letzte Mal hatte ich. Lass doch mal alles reden hier. Das letzte Mal hat die Statue uns hier den Weg versperrt, ne? Ja, wir waren da, ist richtig. Aber was ist, wenn wir nicht da gewesen? Hätte er das dann auch gesagt? Wahrscheinlich schon. Sollte man überprüfen, aber das können wir jetzt leider nicht mehr. Aber weil, wenn er das auch sagt, obwohl wir hier nicht waren, ist der Text ja nur falsch. Oh, dann drücken wir hier mal den Knopf, wa? Drücke einen Knopf. Was, einen Knopf? Drücke naja, auf deiner, ich hätte jetzt beinahe gesagt Tastatur, aber auf deinem Controller. Stand da, drücke den Knopf oder einen? Warte mal, drücke einen Knopf, aber das ist immer, wenn du einen Knopf drücken sollst auf deinem Controller. Ach so, ja. Hm, okay. Weiter geht's. Drücke einen Knopf. Du. Aber ich finde trotzdem schon den schöner. Bam, kriegst du voll vor dem. Halt in deinem Maul. Also, wenn der separat eingesetzt wird bei drücke einen Knopf, dann finde ich es schöner, wenn da dort stehen würde, drücke den Knopf. Nein, naja, aber du sollst ja einen Knopf drücken auf dem Controller, damit es weitergeht. Nein, das ist ja auch nach dem Speichern und so. Drücke einen Knopf. Sicher? Ich hab's auf jeden Fall im Spiel schon öfters gelesen. Ja, stimmt, aber wenn der einen separaten Dialog hat, also nicht den, wie den anderen benutzt, dann kann man da durchaus auch mal wie kreativ werden. Ballonkette, oh mein Gott. Wir werden nach oben gezogen durch die Ballonkette. Was? Wut? Wut? Ballonkette? Hallo, kommt hier nicht mal ein. Ja, du gibst zwei Eingänge. Mary ist jetzt hochgegangen. Ja, ist in Ordnung. Training. Genug trainiert. Wow. Kippel ist weg. Gut. So viel zum Thema, wir können ja gleich speichern, ne? Das ist doch nicht viel. Ich dachte, glaube ich, Speicher. Ich glaube, das haben wir dran vorbeigelaufen. Da hätten wir den Windkanal anders einstellen müssen. Ich habe das Gefühl, wir sind dran vorbeigelaufen. Oh, Junge, jetzt möchte ich dich endlich schlagen. So. Sieg! Okay, Sieg und Niederlage. Was ein Strudel, Junge. Was ein Strudel. Und wir sind im Grunde, müssen wir diese kleinen Nebendinger da immer mitnehmen, weißt du? Oh, da kann man gut leveln. Gab's nur eine Speicherdings. Aber wir sind total korrekt bis jetzt gelaufen, so. Und deswegen kaufen wir sind nicht total korrekt, Alter. Naja. Und korrekt, ey. Was soll ich nehmen? Was soll ich nehmen? Ich will auch leveln. Ja, du bist doch. Na, die hat auf jeden Fall Agilität. Ja, na, wozu brauche ich eine Agilität, damit ich mehr angreifen kann? Toll, das bringt mir aber nichts. Das ist Ausweichen. Agilität ist Ausweichen. Ach so? Ja, Agilität ist Ausweichen. Das ist, wenn der zuschlägt, dass der Ausweichen durchstehen muss. Ach so, das macht natürlich Sinn. Dann nehme ich das mal. Das macht sehr viel Sinn. Huh. Und sich auch mit, also du bist quasi ja nicht der Tank, ne? Du bist ja der da drauf hat. Ich bin ja der Tank, ich muss ja einchecken. Du musst voll einchecken, Alter. Ich muss mich mal eben bonifizieren. Also wenn du richtig viel Agilität hast, dann wärst du ja eigentlich perfekter Tank, weil du würdest ja ständig ausweichen dort können. Naja, okay, ja, stimmt schon. Da hat er recht. Oh mein Gott, was ist das nur? Ein Ritter? Nein, wer sind die Viecher jetzt?
Ding. Ja, auch. Ding. Einfach Ding. Racheengel? Ein Racheengel. Wir sind auch total korrekt hier, ne, irgendwie. Voll korrekt, Alter. Ich glaube zumindest, ja, hier hinten raus, ja. Genau, und hier ist jetzt dieses Ding da. Achso, so, wenn ihr uns mit dem Ding da. Den Schalter ist hier unten, oder? Da? Durch. Ja, genau, du bist jetzt nämlich, glaube ich, falsch gelaufen. Nein, er ist falsch gelaufen. Er kann es nur retten. Nö. Wir haben nicht falsch gelaufen. Ich bin gar nicht dabei. Drücke also den Knopf. Wenn wir jetzt da rausgehen, ist nämlich das Problem, dann kommen wir zum Anfang zurück. Da rechts. Ha? Wir müssen jetzt aber hier links lang, bis der Trick okay. Anders ist. Nein. Ja, okay. Jetzt hast du dich wieder eingestellt, Staffel. Guck da rein, müssen wir. Und okay, das macht natürlich Sinn. Und ich sag dir auch, wie wir das hinkriegen, indem wir den Knopf hier drücken. Okay. Dann hier rüberlaufen. Und dann einfach runterlaufen. Und dann rüber und dann runter. So, Rosemary. Wo bin ich? Da bist du. Ich mich auch ich seh dich. Ich kann nicht. Mary is back. So, jetzt muss man aufpassen, dass wir den Schalter drücken, genau. Push the button. Jetzt können wir einfach vielleicht. Ah, scheiße, warte mal. Nicht, dass wir jetzt falsch glauben sind. We just pushed the button. Ist okay, ist okay. Aber wie hieß der jetzt? Haben wir gar nicht geguckt, wie der Ritter hieß hier, ne? Ritter? Der hieß der Ritter. Ja, Ritter. Der hieß der Ritter. Ritter, ja, Ritter. Der hieß nur Ritter? Ja, wie soll er sonst heißen? Rittersport? Ja. Ritter sportlich. Ritter äußerst sportlich. Und wenn man alles korrekt gemacht hat, dann halt der rosa-rote Ritter von hinten. Mit seiner Lanze. Der Krallensog. Ach nee, mit seinem Schlumpf. Mit seinem rosa Schweinchen. Mit roter Nase und weißen Hut. Boah, guck mal, von der Dancer. Ja, voll ab, ey. Dancing Queen. Ah nee, das wäre ja eigentlich der Dancing Knight. Yeah. Dancing Hadouken. Knight. Auch daneben. Ist das eigentlich kapiert? Nein. Gift Gas. Bam, 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 bam. Oh, Mary, du bist ach, viel zu nah. Mich hat's nicht erwischt, die ganze Zeit. Wir sind fast tot, oh mein Gott. Ja, schmeiß ich mal wieder eine Runde Bonbons. Kibbel kriegt nix da so weg. Ja. Der braucht auch nix. Der hat ja auch 214 Leben. Ja, ich mal. Und mir hier sagen, du brauchst Agilität, weißt du? Ja klar. Du musst einfach hier voll HP haben. Was? Geht's rechts lang? Bleib mal kurz gucken. Was? Rechts? Hier oben? Rechts geht's auch irgendwo lang, ja. Rechts geht's auch irgendwo lang. Irgendwo. What is this? Das ist der Mana-Stein. Die mächtige Gottesbestie ist darin eingeschlossen. Wie holt man die jetzt raus? Bald wird sie aus dem Stein befreit sein und die Welt zur Dunkelheit zurückkehren. Die darf ja nicht raus. Ja, aber wir brauchen die. Die muss raus. Nee, nicht wir brauchen die, sondern das sind ja die eingesperrt worden sind von der Mana-Kraft. Die Bösen versuchen ja, die Steine kaputt zu machen, damit die wieder die Welt mit den Viechern kaputt machen können. Das macht Sinn. Ja, okay. Das stand im Intro. Der Intro, der ist über 6 Stunden her, hallo? Kaum vorstellbar, ne? Oh, kaum vorstellbar. Das glaube ich gleich. Oh, versteht mich nicht falsch. Wir werden alles Erdenkliche tun, um das zu verhindern. Lasst uns Elektra finden, sie sollte in der Nähe sein. Joa. Alles Erdenkliche. Oh, ich habe mich total verlesen. Ich habe da irgendwas von Erden. Die Erdenkliche. Lass uns einfach mal einen Cut machen, weil wie viel waren wir in der Zeit? Nö. Wir haben noch locker 3 Minuten. Hier sind Fußspuren. Fußspuren. Vielleicht sollten wir ihnen folgen. Nein, das Problem ist, lass uns mal einen Cut machen, weil irgendwie der Emu hier und so, ne? Ich krieg's mit. Hä? Ich weiß zumindest jetzt, wo dran es liegt, zum Beispiel auch. Egal, lass uns erstmal hier einen Cut machen und dann machen wir da Musik. Also sehen wir uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2. Wie viel Zeit habt ihr? Ja, wir können jetzt auch noch 3 Minuten palabern, so ist nicht. Ja, wie viel Zeit habt ihr denn gerade? 3 Minuten hätten wir noch mal mit so. Nee, noch knapp 3 Minuten so, also ungefähr. Ja, tut uns natürlich wieder leid, dass hier uns so ein Bums kam. Ja, woran liegt es denn, dass hier der hier auch mal abschmiert, hä? Ich weiß nicht, wo dran liegt. An Skype liegt das. Da kommt immer oben so eine Nachricht rein und dann. Skype ist da dran schuld bei mir.
Wieso machst du es nicht über Handy? Ja, ja, weil ich das Headset fürs Handy nicht habe, jetzt momentan. Grundlegend blöd. Aber okay. Ja, egal. Wir machen jetzt auch mal Cut. Sehen uns im nächsten Part wieder. Genau. Correcto mundo. Macht's gut, genau. Bis dahin und tschaußen. Tschüss. Ciao.